Weiter geht's beim F22 mit einer Produktneuheit. Neu im Sortiment haben wir jetzt die Radlaufverbreiterungen. Die sind ein bisschen angelehnt vom 123 Ti der neueren Generation. Haben wir jetzt adaptiert hier für die Zweierbaureihe. Und von der Montage her eigentlich komplett easy. Wird einfach angeklebt. Das heißt, einmal vorher Passform prüfen. Einmal die Fläche grundreinigen natürlich. Mit unserem Surface Cleaner wieder einmal schön fettfrei machen. Einmal ausrichten. Als Anhaltspunkt könnt ihr euch hier die Radlaufkante einfach nehmen und dann sitzt das Ding einwandfrei. Und hier ist so ein Vorteil, dass er euch die Teile erstmal so anmarkiert, damit es natürlich später alles ordentlich fluchtet und sitzt. Und dann hier nochmal kontrolliere, dass hier der Radius schön mit übernommen ist. Und wenn das alles passt, steht dem nichts im Wege und wir können schon direkt drauf loskleben. Erste Seite fertig. Mal schon die Schutzfolie abziehen. Und das gleiche Spiel machen wir auch noch in der hinteren Kotflügel. Und dann war's das auch schon. Wie schnell kann eine Veränderung am Auto passieren, oder? Total geil. Es sitzt einwandfrei, passt schön von der Radlaufform her. Geile Sache. Wie gewohnt könnt ihr euch hier die Oberfläche natürlich aussuchen. Alternativ habe ich auf der anderen Seite das Ganze jetzt auch mal in Wagenfarbe lackiert, dass ihr euch einfach vorstellen könnt, okay, wenn ich das in Wagenfarbe mache, wie es dann aussieht, einfach so als Inspiration. Coole Sache. In diesem Sinne war es das auch schon wieder. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Bleibt weiterhin am Ball und wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao.